Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. bin heute ein bisschen nervös, weil die Nadja dabei ist. Hi. Wir spielen jetzt hier Scribble und ja, ich glaube, das ist das erste Mal, dass du dabei bist, oder? Ja. Okay. Perfekt. Dann hauen wir raus. Okay, also. Aha. Sieht aus nach einem irgendein Tausendfüßler. Wow. Tausend Füß. Ja. Hä? Wie schafft man das Ding? Hä? Das kann ich dir nicht sagen. Tausend Hä? Das Hast gibt's doch du? nicht. Moment mal, muss man durchgehen. Tausendfüßler. Ach. Tausend Oh mein Füße. Gott. Oh Du hast shit. es. Ich dachte, man schreibt das Füß leer, Alter. Ja, dachte ich aber auch immer. So, Okay, jetzt das kommen ist wieder die schwierig. schwersten. Das ist schwierig. Moment. Also gut. Wir haben hier einen. Das ist ein Gesicht. Moment. Und das hier ist jetzt der Hintergrund. Okay. Und das hier ist immer noch das Gesicht. Das ist, das weiß ich. Und das ist ein bisschen ein breiterer Typ als gedacht. Was geplant und das hier ist so eine Kappe, ne? Ja. Moment, eigentlich hat er eine andere Kappe auf, glaube ich, aber Richtig sad. ich probier's mal so, vielleicht erkennst du es ja. Also irgendwie sieht es aus wie Sandmann. Nee, das. Moment. Was hat der für Merkmale? Ja, auf jeden Fall ein Gesicht. Don't bullshit me. Und. Moment, Moment, ich hab nur ein Merkmal. Okay. Jetzt vielleicht. Wie wird das geschrieben? Ach, oh mein Gott. Oh. Ich Hast du bin so keine gut. Ahnung gehabt? Nein, erst bei dem Totenzeichen ist mir das aufgefallen. Verdammt. Ein Es Kreuz sieht ist einfach. das. Ja, es sieht halt aus wie Sandmann. Tut mir leid. Ja, ich wusste jetzt auch nicht, wie ich den. Ja. Okay, warte, 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 warte. Ich würde behaupten, jeder mag das. Außer Leute, die. Genau. So. Oh. Alter, wie viele Dinge sind es? Viele Buchstaben. Also, es ist richtig lecker, außer. Genau. Ich glaube, das ist. Fertig. Aber es geht halt um das da und Okay. um das hier. Aber das ist der Hauptgrund, das hier. Moment, Moment. Oh, das ist Deutsch. Ah. Stimmt sogar. Ich dachte jetzt, weil es Deutsch ist. Stimmt vielleicht Cheeseburger nicht, aber. Ah, ja, jetzt ja. Boah, Ja, super schön, ne? das könnte hinhauen. Moment. Okay, ich probier's. Also. Oha, wie lang? Wir haben hier ein Insekt. Eine Spinne. Oh ja. Ist schon mal richtig. Das kann ich schon mal verraten. Und jetzt haben wir hier Okay. noch. Ein Was ist das? Vogel. Und was ist das vereint? Hä? Zuerst der Vogel und dann. Ja, ach so. Oh mein Gott. Ja. Sehr kreativ auf jeden Fall. Schon, oder? Diesen Vogel habe ich in der ersten Klasse so gemeint. Ja. Okay.
Okay. Ich habe einfach das einfachste genommen, was mir eingefallen ist. Okay, also, das hier bist du. Ja? Oh, das Storytime. Ja, und das hier ist ein Becher. Okay. Und da sind halt so richtig viele Lichter, so weißt du. So. Okay. Ja. Lichter? Ja. Und. Why are we still here? Just to suffer. Okay. Ja, da sind dann halt auch viele Mädchen und so. Und die tanzen dann so. Und ja. Was? Fast. Und da geht man halt meistens immer mit einer Gruppe hin, abends. Und ich will das Wort ganz halt sagen, aber. Ah. Party. Jetzt, Ein fette Party. Ach so. Genau. Ah, okay. Wundervoll. Vor allen Dingen siehst du da sehr detailliert aus. Moment. Verdammt. Okay. Und? Nee, es ist eigentlich das, was ich nehmen wollte. Also gut, probieren wir es mal. Oh Gott, das ist echt beschissen. Oh je. Moment, die müssen dicker sein. Du hast es gerade gegoogelt, oder? Ja, genau. Oh je, Mini. Oh je. Ich weiß, also, was es ist, aber... Weißt du, was es ist? Was denn? Ja. Oh. Verdammte Kacke. Kann man das nicht rückgängig machen? Alter, zeig nicht schon so lang. Hast du es erraten? Ja. Ah, jetzt ja. Ich wollte schon fast noch einen Schuh malen oder so. Ja, okay, wie malt man das denn? Wie geht das denn? Okay, also das hier ist ein Tier. Sieht aus wie ein Pinguin. Das ist nur, weil ich mein Grafiktablet nicht dran habe. Ich kann eigentlich super malen. Was hast du denn nicht? Hä? Mein Grafiktablet. Ach so. Okay. Das hast du sonst immer. Ja, aber halt auch nur, wenn ich kein Scribble mal. Da muss ich ja auf dein Niveau sinken. Okay, nein. Tut mir leid. Ja, kann ich verstehen. Nehm mir das nicht über. Nee. Der hat denn hier noch sowas? Ich hab doch Hund geschrieben. Aber Hund ist es nicht. Es ist doch kein Der Hund. Der hat keine Geweih. Hund hat doch keine Hörner. Hä? Ich schreibe hier was, aber... Ah, jetzt ja. Bäume. Das hat es gerade nicht angezeigt. Bäumchen. Ah, jetzt ja. Wow. Nicht schlecht, du. Ja, super. Hast du was gehört? Was denn? Jetzt habe ich schon fast verraten, hey. Ich habe nur roh verstanden. Okay, das ist schon mal... Also... Ich fühle mich wie so ein Erstklässler, ey. Gott, oh Gott. Sag mir nicht, das ist das, was ich jetzt denke. Das ist doch keine Rose, Mikey. Okay. Wie soll ich sonst eine Rose zeichnen? Eine Rose zeichnet man, warte, ich zeig dir das, ja? Eine Rose zeichnet man so, ja? Nee, das ist eine Tulpe, aber ich habe die Rosen immer so gezeichnet. Oh. Okay. Okay. Ja, Stimmt. In der Tat. Schlecht. Ich zeichne nicht so oft Rosen. So, ich eigentlich auch nicht. Aber hier sind Sternchen. Ah, jetzt ja. Himmel. Nee. Wiese. Nacht. Dunkel. Nee. Was ist das? Uhr. Seine Uhr. Diese. Uhr, Mitternacht kann es auch nicht sein. Bett? Nee, eins. Lego, Mikey. Du schaffst es. 2 Sekunden, ich glaube an dich. Oh. Ah, Bent. Ah, Bent. Kacke. Okay, Moment. Hier. Zack. Ach du Schande. Moment. Das muss ich nochmal machen. Noch 3 Buchstaben. Schaut schon besser aus.
Ups, ich bin der beste Zeichner im Universum. So, hier ist ein Sitz. Und genau. Ein Rad. ein Rad. Ja. Okay. Ist gut, oder? Ja, sehr, sehr sogar. Danke. Wir machen Storytime, ja. Also hau raus. Da. Und da sind so Dingens drin. Tür, eine Haustür. Und Holz. 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 Aber es geht um diese schwarzen Teile. Okay, da ist Holz und das sind schwarze Teile. Block. Ah. Jawohl. Bist du jetzt wegen Gronkh draufgekommen? Nee. Er hat doch so einen Kohle-Song. So Kohle, ja, Kohle. Genau. Kohle. Schuf, Tito, oh Gott. Okay, also jetzt zeichnen wir mal einen schönen Menschen hier. Ich versuche es mal, einen richtigen Menschen zu zeichnen, ohne Strichmännchen-Figur hier. Okay, ich glaube an dich. Aber mach den Arm wieder nicht so breit, ja? Ich versuch's. Anspannung. Oh. Okay, das ist minimal zu breit vielleicht. Ein bisschen. Aber okay. Darum geht's eigentlich gar nicht. Stell dir vor, das ist eine Bar hier. Okay. Und hier steht... Moment, oh Mist. Gut, hätte ich vielleicht eine andere Farbe nehmen sollen. Aber egal, also es geht hier um das Gerät hier. Was ist das mit dem Gerät? Das ist ein Viereck. Genau. Oh. Und jetzt nehme ich das und steck's mir in den Mund. Warum steckt man sich denn in der Bar irgendwas in den Mund? Das ist ein bisschen falsch, oder? Ist ein Getränk. Warum steckt man sich denn ein Getränk in den Mund? Ich dachte, das trinkt man. Okay. Ja, das kann man natürlich auch machen. Kann man machen? Ich habe es ein bisschen kompliziert formuliert. So, ich mache das jetzt so, wie ich die damals immer gezeichnet habe, okay? Okay. Und ein kleines. Also Punkt, Maus. Okay, es ist... Steine... Ratten, Raupen. Wow. Das ist eine Mini-Zeichnung. Das ist voll gut. Da muss ich ja mit der Lupe hinschauen. Oh, die sind so klein. Echt? Ja. Ah. Aber das ist doch nur eine. Ah, super. Alter, gut. Super Zeichnung, ne? Nicht schlecht, du. Danke. Alter, hier steht Minotaurus. Was? Was ist das? Minotaurus, ich habe keine Ahnung. Ich habe allerdings auch keine Ahnung. Okay, letzte Runde. Okay. Pass auf, das wird gut. Mal sehen, wer gewinnt. Oh shit. Wenn du das jetzt gut machst, dann gewinnst du. Oh nice. Nice. Gut. Also, das hier ist der Boden. Mhm. Und das ist die Air. Mhm. Also die Luft. Und hier bin ich irgendwo. Warum stehst du denn in der Luft? Ja, genau, das ist der springende Punkt. Ja. Oh, ich bin so gut. Oh, ich hab doch gewonnen. Genau. Oh nein, es gibt noch eine Runde. Oh mein Gott. Also, das habe ich heute sogar neu bekommen. So, Moment. Cosplay. Nein. Das hier bin ich, ja? Ja. Und ich hatte ja solche Haare. Und das ist eine... Ach. Jetzt, gut. Oh nein, jetzt gewinnst du sogar noch. Oh mein Gott, wenn ich das jetzt nicht errate, dann gewinnst du. Das ist etwas, nö. Ist das zum Essen schon mal? Zum Essen? Ja. Ich male jetzt hier mal noch was Überflüssiges. Schaut aus wie ein Croissant. Aber oh, das passt nicht.
Wow, das macht mir Angst, oh mein Gott. Aber das ist doch sowas, oder? Moment, ich muss mal kurz gucken. Ach nee, die zeigen immer anders. Moment, das ist rund. Ich dachte, das ist sowas. Aber es ist kein Donut. Okay. Vergiss das hier. Hä? Also, das da oben, das Runde mit dem Loch. Also ich glaube, ich würde auch nicht drauf kommen. Ich dachte eigentlich, das ist so ein Croissant, weißt du? Ja. Aber es ist ein Bagel. Was ist denn eine Bagel? Kennst du nicht? Ja, ich würde, glaube ich, auch nicht drauf kommen. Jetzt hast du was, ich muss das googeln. Ein herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Krass. Okay. Was ist denn? Hä, was ist das? Bitte? Was ist das? Irgendwie diese so Bagel. Subway oder was? Product Placement. Irgendwie so Gebäck mit einem Loch in der Mitte oder sowas. Manchmal auch Beigel. Beigel nennt man es auch. Sein Handteller, großes, rundes Gebäck aus Hefeteig. Mit einem Loch in der Mitte. Okay. Gut, jetzt wissen wir es. Also dann, danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.